Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir sind noch im Stahlwerk und sind auf der Suche nach Joker. Das Headset rutscht die ganze Zeit. Moment mal eben. So, müsste es jetzt eigentlich besser gehen. Mal gucken, ob das jetzt so hält. Du hast alle ausgeknipst. Ich müsste traurig sein, doch in Wahrheit bin ich froh. So froh wie seit Jahren nicht mehr. Was ist mit dir? So, Distanzunterbrecher. Protokoll 10, tritt in 20 Minuten. Hallo, Distanzunterbrecher. So. Sag mal, Batman. Wirklich. Ja. Und öffnen. Zack. Ich höre dich, Kumpel. Wetten dich, Kumpel. Ist alles okay? Bin in Position. Der Raum ist vermietet und wenn ich Batman sehe, BUM! Ja, ja, ist schon klar, Jungs. Ich weiß jetzt, wie wir Batman besiegen können. Er benutzt diese Wassersteuer richtig. Okay. Sie einfach nur kaputt machen. Ah. Batman ist auf dem Boden und ich jage ihm eine Kugel in den Schädel. Klar. Das gut, hier lang. In die Reihe. So, jetzt. Ein bisschen Metal Gear technisch, ne? Wie viele haben wir denn da? Einen. Komisch. Die Mine ist sicher kaputt. Wenn du bist das ein Trottel. Solid Batman Snake ist es hier, ja. Na komm, geh ein bisschen weiter noch. Ein kleines bisschen. Wenn ich Batman erstmal sehe, ist er so gut wie erledigt. Ja, ja. Wenn du Batman erstmal siehst, denn Batman hat dich schon erledigt, du Knalltüte. Mal hier oben hoch und... Oh, was macht die denn da? Hallo Harley. Ja, ja. Wen haben wir denn da? Was willst du, B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Oh, Harley, du bist so dämlich. Ich fasse es nicht. Wage es ja nicht! Ja, ja, ist okay. Gut, dann holen wir uns mal den ganzen Mist von Mr. Freeze. Jo, gestohlene Ausrüstung von Mr. Freeze, die wollen wir als nächstes auch haben. Die ist nämlich ganz nützlich. Die ist nämlich ganz nützlich. Tut mir leid, du Clown. Jo, okay. Weiter geht es. Komme ich hier eigentlich inzwischen rein? Moment. Ja, ich komme hier inzwischen rein. Schön, nehmen wir das Ding gleich mit. Stärken. Oh Gott, was für ein Passwort. Na? Geht doch, Arschloch. So, den nächsten mitgenommen. Habt ihr diesen Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Hm. Scharfschütze, das ist ja nicht so schön. War er nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ah, dachte, der will, dass Joker gewinnt. Dachte ich auch. Aber wäre das nicht irgendwie verrückt? Wer gibt Milliarden für ein Gefängnis aus, um dann überall da drin Knarren zu verteilen? Tja. Guter Einwand. Du warst nicht in der Anstalt, oder? Ich schon, Mann. Vorsicht, Batman ist hier! Was willst du tun, Batman? Und klatsch. Und jetzt ist nur noch dran. Tang, erledigt. Habe ich jetzt eigentlich über den Sniper da oben ausgeschaltet? Oh, cool. Ach nee, die haben sich zurückgezogen, ein Stück, diese Schweinehunde. Diese Schweinepriester. Oh, egal, wir gehen erstmal die Ausrüstung vom Mr. Freeze holen. Ah, wo ist die Distanzstromladung? Da. Geh auf. Und weiter geht's.
Lass den Aufzug. Ich dachte, sie ist los, irgendwas von Reese zu besorgen. Ja, ich war schon wieder auf dem Weg. Warum suchen wir dann nach ihr? Sie hat sich vermutlich verlaufen. Irgendwie gibt es einen kleinen Bug auch hier mit dem Menü. Das ist ein bisschen komisch alles. Ja, Mann. Seit Wochen legt er in diesem kleinen Raum alle Ärzte um, die ihm nicht helfen. Plötzlich geht es ihm wieder. Na, Arschloch. Jimmy sagt, er hat gesehen, so, wie er nach draußen. Schmelzofen. Jimmy erzählt nur Mist. Ich habe ihn gerade beim Lachen akzeptiert. Echt? Komisch. Jimmy sollte wohl damit aufhören, das Zeug zu saufen, das er in den Lagerräumen gefunden hat. Scheint seinen Kopf irgendwie nicht zu bekommen. Okay. Ist dann Stromerweiterung? Da ist mich ein Bewaffneter und den... Ach, warte mal, ich hab doch den... Da, Unterbrecher. Aha, weil ich den nicht sehen kann. Na schön. Können die denn da durchgucken? Nein, können sie nicht. Oh, wunderbar. Batman! Es ist Batman! Ja, es ist Batman! Haha, es ist Batman, ihr Trottel! Und... Zack, und... Und zack und zack und da kommt doch und bam, haha, das war's. Gut, wieder rauf auf das Dach. Zit, zack und mit der Distanzstromladung. Müssen wir dem mal runterkommen hier, ne? Das haben wir jetzt was gebracht. Da ist auf jeden Fall keine Schwäche. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Haha, logisch. Ach, mein Güte, jetzt feuer doch das Ding ab. So. Mann! Und runter. So, muss das explosiv gehen? Ja. Echt witzig, Mann. Und was passierte dann? Und... Komm schon. Peng. Gut. Wo geht's denn hier lang? Mann, da. Du musst deine Mutter wirklich gehasst haben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie... Und noch eine gefunden. Den Braten nicht gerochen? Hier blieb ja gar keine Wahl. Die eigene Mutter mit einem vergifteten Geburtstagskuchen umgebracht? Mann, und ich dachte, Joker sei übel drauf. Jetzt gucken. Ich hoffe, die gucken in die falsche Richtung. Ja! Ah, shit. Ich wollte doch doppelt ausschalten machen, aber der Knall hat mich natürlich gesehen, war klar. Oh, boah, da macht man das halt auf die klassische Art und Weise. Das geht natürlich auch. Tut mir leid, du Clown. Ich kann leider nicht ans Telefon gehen. Ja, ja. Hast du auch noch einen anderen Spruch drauf? Von dem du nicht erfahren darfst. Ja, ja. Ist gut. Denk daran, dass du einen Job zu erledigen hast und dafür sorgst, dass du... Oh, da sind noch die Gegner. Verdammt. Da nutzen wir nochmal. Wo kriegt der Boss eigentlich diese Dinger her? Bekommt er sie denn nicht von Pinguin? Ja, gefällt dir das? Wirklich? Ist das dein Ernst? Jeder weiß, dass sie sich nicht ausstehen können. Wo kriegt er die Waffen denn dann her? Das ist die Frage. Woher zum Teufel soll ich das wissen? Vergiss es, Pinguin. Da ist ein Informanten hinter mir. Scheiße, hab ich gesehen. Ich nehm dich auseinander! Ja, ja, schon klar. Den nur noch zack, 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 und bam, und verhören. Komm her. Ich kann dir mehr Schmerzen zufügen, als du dir vorstellen kannst. Erzähl mir vom Riddler. Riddler? Okay, ich weiß nicht viel, aber ich rede. Tut mir nicht weh. Kann ich nicht garantieren. Tja, so einfach ist das. Wer nicht hören will, muss fühlen, ne? Gucken wir mal kurz nach. Was es hier noch so an Geheimnissen gibt, das erstmal ist hier die Nebenmission. Und dann haben wir hier... Ach, guck mal, wir haben schon eine ganze Menge gelöst, ne? Es ist ja nur noch
Wo ist denn das? Catwoman-Trophäe. Und Riddler-Trophäe. Aha. Riddler. Ladebucht. Hier hinten haben wir einen guten Teil mitgenommen schon. Aber ich probiere mal, was das aus. Kann ich die Dinger zerstören? Tatsache. Aha, was habe ich jetzt davon? Nix, ja? Ah! Zack, dankeschön. Die war nicht angezeigt gerade eben, ne? Schweinerei. Okay, na gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ha. Da ist erstmal eine zerstörbare Wand. Mit einer Trophäe dahinter. Die nehmen wir uns auch nochmal mit. Wenn wir eh schon dabei sind, ne? Und hang. Noch eine Trophäe. Ah, die Freeze-Technologie. Gut, her damit. Meins. Die Freeze-Granate. Das ist ja super. Cool. Mal gucken, ob wir die gebrauchen können. Verlackte geschlossen, genau. Ob es irgendwo noch mehr Geheimnisse gibt. Lass mal ein bisschen gucken nochmal. Was ist hier hinten? Da ist nichts. Da blinkt nur so ein komischer Apparillo. Da ist auch nichts. Da ist nichts. Nichts. Nichts weiter. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder. Ich weiß noch den Harley-Ding. Ich frage mich ja wirklich, was man damit machen kann. Tut mir leid, du Clown. Komische Sache ist das. Sehr komische Sache. Hm. Gut, ist egal. Gehen wir. Ach, warte mal. Hier war ja auch noch. Auch noch was, ne? Wo ist denn die Distanzstromladung jetzt schon wieder? Ja. Ja, dann gehen wir nochmal hier runter, ziehen uns hier rauf und sammeln die Trophäe auch noch ein. Dann brauchen wir hier nämlich nicht mehr herkommen. So, der soll rauffahren. Willst du mich verarschen? Komm, fahr rauf. Oh oh, das wird eng werden. Wow, ich bin begeistert. Also nochmal. Nochmal das Ganze. Zack, hoch mit dir. Hoch. Oh, Distanzstrom. Hoch. Oh Mann, hallo. Jetzt aber. Na bitte, es geht doch. Jetzt hier rauf. Und Abgang. Und ich sehe, dass meine Zeit schon so gut wie um ist. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Batman Arkham City. Bis dann.